Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Port von Pokémon Schwert. Ich habe jetzt ein bisschen abgewürgt und klungen, weil es doch schon recht spät ist, aber ich wollte halt noch einen Port machen. Ja, ich will heute mal ein bisschen züchten. Also ich habe bereits gezüchtet offscreen. Aber der Grund, warum ich das euch jetzt so sage, ist vor allem, weil ich 6 Eier gemacht habe. Bei Eggs. Das sind alles ganz besondere Eier. Und diese Eier, die werde ich jetzt alle nach und nach ausbrüten. Mal sehen, wie lange die brauchen. Das sind alles spezielle Pokémon. Ich glaube eins nicht, aber die meisten sind es jedenfalls. Und das sind vor allem Pokémon, die ich noch nicht im Pokédex habe. Aber die Entwicklung davon habe ich schon. Zum Beispiel mein Raichu, was ich letztens entwickelt habe. Und noch ein paar andere Pokémon. Deswegen werde ich die jetzt alle zusammen ausbrüten. Kann jetzt sein, dass ich dann auch nicht mehr so viele Kämpfe machen werde. Weil erstens ist es irgendwie schon spät. Und zweitens... Ja, deswegen... Vielleicht mache ich morgen noch ein Part oder sowas ähnliches. Man darf auf jeden Fall gespannt sein. Ansonsten werde ich mich wahrscheinlich morgen eher darum kümmern, die gesamten Videos zusammenzuschnibbeln und... Oh nein, es hat Schultern eingelegt. Ich habe da ein Pokémon drin, das ein Ei gelegt hat. Wenn ich Pech habe, habe ich gleich ein Shiny. Und das war das da auch. Und Zickzack. Oh, das erste Pokémon schlüpft schon aus. Cool. Und es ist ein Pichu. Ich habe Pikachu gebreedet. Pichu, das Baby-Maus-Pokémon. Obwohl es so klein ist, kann es genug Elektrizität freisetzen, um sogar einen Erwachsenen zu überwältigen. Tritt dies ein, ist es selbst erstaunt. Für den Pokédex! Das zweite Pokémon schlüpft. Und da ist es. Ein Pi. Ich will das Zählspiel spielen. Das Stern vom Pokémon. Man erzählt sich, dass überall dort besonders häufig Pi anzutreffen sein, wo einst eine Sternschnuppe eingeschlagen ist. Und die entwickeln sich dann auch weiter. Ich glaube, das mit den interessantesten Pokémon hört jetzt schon wieder auf. Jetzt kommen nämlich wirklich die, die am längsten brauchen. Und da kommt das nächste. Und es ist... ein Ninkada. Yep, ich habe mir einen Ninkada gezüchtet. Der Grund ist, da fehlt auch noch ein Pokémon. Ich hab's bereits. Ach, egal. Da werde ich dann gleich mal schnell eins ablegen, dann mache ich das Level 20. Und dann, wenn ich einen Pokéball habe, wenn ich Pech habe, ja, kann sogar einen Meisterball nehmen. Shit. Das wollte ich jetzt natürlich nicht. So, das wollen die Kader. Und es ist... ein Ponita! Galaponita!
glaube, das normale kann man auch züchten. Ponyta, das Galarform Einhorn. Mit seinem kleinen Horn stecken heilende Kräfte. Es heilt kleinere Wunden, indem es diese mit seinem Horn berührt. Und das Prüfen geht weiter, glaube ich. Eins noch, ja. Und wenn ich dann ablege, werde ich dann ablegen, dann bringe ich den Kader mal schnell auf Level 20, denn da entwickelt es sich nämlich weiter. Habe ich. Einen Moment bitte. Einen Moment bitte. Das Ei. Ich glaube, das ist jetzt das, was am längsten braucht. Ich glaube, es war sogar indirekt das Pokémon, was ich eigentlich nicht haben wollte. Mir fällt gerade auf, es gibt kein richtiges Feuer-Pokémon mit Flammenkörper oder Magma-Panzer. Doch, Monte Carpo. Aber ich habe, glaube ich, kein Magma-Panzer. Monte Carpo. Müsste ich mir aber fangen. Auch ganz schön lange, ja. Das ist ein Miniras. Das habe ich wirklich gezüchtet. Ein Miniras. Das Schuppentier-Pokémon. Durch Aneinanderschlagen ihrer Kopfschuppen bringen sie einander das Kämpfen bei. Dadurch verbessern sie ihre Attacken. Und ihre Stimmung. Jo, Mann. Voll süßes Drachen-Pokémon. So, ene mene mu und raus bist du. Oder so. Das ist nämlich jetzt mein Pi. Ich glaube, ich lege alle ab. Nee, mach ich doch nicht. Ich lege Ponyta. Ach, ich mach es mit Miniras. So, jetzt habe ich nämlich da eins frei. Und durch meine Raids habe ich wieder neue Bonbons. Ja. Bonbons. Brauche ich vielleicht nicht mal so viel. Also ich mach mal 5. 19, 20. 20. Ich habe es übertrieben mit dem Level, aber hey, deswegen entwickelt sich jetzt Härtner, Trugschlag, Lehmschelle, Absorber, Metallklaue, Kratzfurie, Wellenlaser und Entwicklung. Willkommen! Mal sehen, ob da gleich ein Pokédex-Eintrag aktiviert wird.
Schade, dass man nicht sieht, wie er sich häutet. Kratzfurie. Doppelteam. Kreideschrei. Zornklinge ist mal bald mal gut. Da ist es. Bin mal gespannt, welchen Ball sich der genommen hat. Normal Pokéball, so okay. Seht ihr, jetzt habe ich Ninja Tom erhalten noch zusätzlich. Und auch wenn das nicht da drin steht, ist er doch im Pokédex mit drin vorhanden. Wenn ich wüsste, was seine Nummer ist, könnte ich es finden. Ist ja nicht so unten. Ich will das hier haben. Gorgason. Ist tatsächlich eine Weiterentwicklung des traurigen Corazon. Alle Evolis fehlen mir noch. Blitzhaar, Flamara, Aquana. Die züchte ich dann als nächstes. Sortieren nach Alphabet. N. Wie komme ich da hin? Linkadanin. Da ist es. Ein äußerst sonderbares Pokémon, das plötzlich auf rätselhafte Weise in einem Pokéball auftaucht, wenn Linkada sich entwickelt. Übrigens eine kleine Warnung, das sollte man niemals haben, wenn man nur Meisterball hat. Wenn man Meisterball noch nicht eingesetzt hatte und das entwickelt sich dann zu Ninjask, dann nimmt das Ninja Tom dir einfach den Meisterball weg. So hast du auch deinen Meisterball versemmelt. Ja, so ist es. So. Ich habe heute jetzt mal einen kürzeren Part gemacht, das tut mir auch leid. Aber ich werde jetzt ins Bett gehen. Also schaltet unbedingt beim nächsten Mal wieder ein. Dann werde ich mit euch auf jeden Fall ein paar Evolis züchten, hoffentlich. Also sehen wir uns dann morgen wieder. Also bis zum nächsten Mal und bis bald.